Ja, mein Name ist Sven. Ich studiere an der Hochschule Makromedia am Campus Berlin Media and Communication Management, den englischen Studiengang oder einer der englischen Studiengänge, den die Hochschule Makromedia anbietet. Bin mittlerweile im vierten Semester und ja, habe mich ursprünglich mal für diesen Studiengang entschieden, weil ich, seitdem ich 10 Jahre alt bin, schon Radio mache. Damals als kleiner Kinderredakteur im Regionalradio, mittlerweile als Redakteur bei der Deutschen Presseagentur. Und ja, ich habe mich nach meinem Volontariat, was dann in der Zeit dazwischen kam, gefragt, was denn jetzt eine gute Möglichkeit für ein Studium wäre, auch um ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo zu bekommen, weil ja wahnsinnig viele Leute sich für den Medienbereich interessieren, Medienmanagement als solches studieren. Und ich habe halt mich gefragt, wie kann ich aus dieser Masse herausstechen? Und dann habe ich den englischen Studiengang oder das englische Studienangebot der Hochschule Makromedia gefunden und dachte, das ist doch was, was erstmal auffällt, wo man dann sagen kann, ich wollte was anderes machen als alle anderen sozusagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man absolut kein Muttersprachler sein muss, um diesen englischen Studiengang anzufangen. Ich bin ja selber keiner, habe in meiner Familie auch niemanden, der jetzt irgendwie aus England oder Amerika käme. Und ich habe auch gemerkt, das war so ein Erlebnis, ich habe mich mit Leuten, bevor ich das Studium begonnen habe, auf Englisch unterhalten, dann nochmal nach einem Semester. Und das haben mir eigentlich alle gesagt, dein Englisch ist so viel besser geworden und man kann sich so viel besser mit dir unterhalten. Also man wächst auch einfach daran und ich finde, man muss keine Angst davor haben. Das schafft man schon. Ich glaube, man hat gerade als Berufseinsteiger im Medienbereich oder eben wir als Studenten ganz schnell mal das Gefühl, dass einen das furchtbar überfordern kann, dass sich technologisch so viel entwickelt, dass sich in den Darstellungsformen der Journalisten so viel entwickelt, dass sich eben dann auch, wenn man vom Management her denkt, in der Vermarktung und allem, was damit zusammenhängt, so viel verändert. Aber mir ist bewusst geworden, besonders jetzt auch, nachdem ich das Studium begonnen habe, dass das gar nichts ist, was einen verrückt machen muss, sondern ganz im Gegenteil, es eröffnet einem fürchterlich viele Chancen. Und das habe ich im Prinzip ja so ergriffen, indem ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier ein journalistisches Volontariat gemacht, ich bin im Prinzip ausgebildeter Journalist, wie geht's jetzt weiter? Und habe halt gesehen, wie viel sich tut, wie viel sich an neuen Nachrichten-Apps entwickelt, wie viel sich in unserer Kommunikation tut, ja, wenn ich nur mal allein dran denke, dann Facebook, dann WhatsApp, dann Snapchat, dann Peach, also da tut sich ja wahnsinnig viel und mein Gedanke war dann, okay, da Schritt halten, das ist eigentlich gar nicht, wovon man Angst haben muss, sondern das ist etwas, was für uns wahnsinnig viele Chancen bietet. Und so habe ich mich dann ja eben entschieden, auch den Management-Teil zu meiner Ausbildung dazu zu holen, einfach um da Schritt halten zu können. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss jemandem hinterherrennen, sondern weil ich es möchte und weil ich da durchstarten können will, sozusagen. Und da ist Veränderung ein ganz zentrales Wort und das ist für mich ein Ansporn. Ich sage immer gerne, wir sind in Berlin so die Makrofamilie. Also man kennt tatsächlich einfach auch ganz viele von seinen Kommilitonen, auch aus anderen Studiengängen. Man trifft sich einfach ganz oft, läuft sich so häufig über den Weg, dass sich das auch gar nicht vermeiden lässt. Die Atmosphäre ist ganz toll, ich genieße das sehr.